Hallo und willkommen! Ich wünsche euch erstmal einen schönen Start in die Woche und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Also, haben wir alles parat? Also, Truppen, check. Zauber, check. Clanburg, check. Clanburg, Zauber, check. Okay, wir haben keinen Mauervernichter und wir haben keine Helden. Kaffee, check. Alles bereit. Also, in dieser Folge wollen wir mal gucken, lohnt sich denn der Goldpass in dieser Saison überhaupt? Was bekommen wir dafür? Natürlich, die ultimative Belohnung ist natürlich der Päckerkönig. Das ist schon mal ganz cool. Ich habe ihn hier noch gar nicht und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt gleich mal tun werden. Was haben wir denn schon? Wir haben Trainingstrank, den wir bekommen. Dunkles ist voll. Gold kann ich mir noch mitnehmen. Das ist natürlich fünfmal Trainingstrank. Gab es schon immer fünfmal Trainingstrank? Ich meine mich erinnern zu können, es war doch auch schon mal einmal sonst. War es nicht sonst einmal Trainingstrank? Ich weiß es nicht. Oder? Einmal? Fünfmal? Ich glaube einmal. Oh, Bauarbeiterschub. Das kann ich hier echt gut gebrauchen. Ausbildungsschub, Forschungsschub, Saisonbank. Ist jetzt noch nicht ganz so nicht ganz so viel gefüllt, ist jetzt gerade mal 5 Millionen Platz drin, aber es ist, oh, größere Sommer, Rune des Elex, die drei, klar, die drei Runen natürlich, Buch des Bauens, die Bauerringe, Machttrank, oh, Erforschungsschub, Ausbildungsschub, größere Saisonbank, ja, hier, okay, Bauarbeiter Gold und Bauarbeiter Elixier interessiert mich jetzt natürlich erstmal nicht so sehr, aber auch nochmal 20% Forschungsschub, nochmal eine größere Saisonbank, Machttrank, Mauerring, Buch der Helden gibt sogar zweimal, einmal im Silber und einmal im Goldpasch, also es lohnt sich schon. Muss man ja schon mal so sagen, es lohnt sich auf jeden Fall schon, weil du einfach, ich glaube, es war sogar irgendwie 20-facher Wert. Du bekommst den 20-fachen Wert und wir hatten ja auch diese Diskussion schon mal. Goldpasch, ist das denn Pay to Win? Ist das denn Pay to Win? Okay, den nehme ich mal mit. Einfach, Alter. Es ist, Alter. Was ist das für eine Base? Ja, vor allem kann ich jetzt hier für die Quest noch was sammeln, wo ich drei Sterne... Da hole ich jetzt hier drei Sterne, ohne die Helden zu benutzen. Kann ich natürlich auch sehr gut gebrauchen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat er überhaupt einen Luftfeger hier in diesem Fall? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe gar nichts. Doch, da ist einer. Da ist ein Luftfeger. Der andere steht auch hundertprozentig irgendwo außen. Ja, da. Alter. Was ist denn das für eine Base? Ja, klar, die nehmen wir jetzt natürlich mal eben mit. Ist logisch. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal eben mit. Es ist unglaublich. Da hat er sich aber wirklich mal Mühe gegeben. Oh Mann, Level 4 und Level 5 Mauern. Rathaus 12. Er hat sogar die Adler-Dev. Ja. Na, jetzt habe ich, glaube ich, zu früh gefreezed, aber ist okay. Ihr schafft das schon. Wir freezeln einfach nochmal. Oh, die Queen habe ich nicht gefreezelt. Nein, werden wir deswegen wohl verlieren? Natürlich nicht, aber... Rathaus Level 12, 2 Sterne, 5 Sterne wäre natürlich noch geiler gewesen. Dann hätte ich ihn echt gefeiert. Aber um nochmal zurückzukommen auf den Goldpass, ich glaube, es war ja irgendwie sogar 20-facher Wert und ich hatte es ja irgendwann auch schon mal ausgerechnet, dass der irgendwie 200 irgendwas Euro wert ist. Und ja, klar, die Diskussion ist, es jetzt Pay to Win oder nicht? Es ist natürlich eigentlich, es ist kein Pay to Win. Es ist Pay for Convenience. Also du zahlst dafür, dass du im Endeffekt schneller fertig bist, hast dadurch ja aber keinen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Das ist halt das ist so dieser ganz große Unterschied zwischen Pay to Win und Pay for Convenience. Pay to Win wäre jetzt, ich würde den Goldpass kaufen und hätte dadurch, dass ich den kaufe, einen entscheidenden Vorteil, zum Beispiel im Krieg oder sonst wo, gegenüber anderen Spielern, den ich aber nicht habe, weil du ja, wenn du deine Base ausbaust, auch gegen Leute gematcht wirst, die dann natürlich auch ihre Base auf deinem Niveau haben oder zumindest einem ähnlichen Niveau haben. Von daher... Du kommst auch durch dieses Spiel wunderbar durch, wenn du keinen einzigen Cent ausgibst. Und wir versuchen ja das auch zu machen in dem 9er-Account. Und das finde ich auch ganz spannend. So quasi ein Unterschied. Im 9er-Account habe ich keinen Goldpass. Und das merkst du an vielen Stellen, merkst du das richtig. Vor allem bei den Mauern. Bei den Mauern merke ich das richtig. Denn ich muss jede Mauer mit vollem Preis bezahlen. Und es ist schon ein bisschen schwieriger, aber es ist auch herausfordernd. Und es ist gut, dass ich jetzt hier den Goldpass mir jetzt gleich hole. Aber in dem 9er-Account nicht. Und dass ich diesen Vergleich habe, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und wir holen uns jetzt mal eben den Goldpass und dann sammeln wir das Zeug ein und dann, warte mal. Wir holen jetzt erst den Goldpass und werden dann die ganzen, haben wir dann die Trainingstränke. Und dann, kurzer Cut, ich hole ihn mal eben, bis gleich. So, Goldpass erhalten, das ist doch schon mal sehr gut. So, wir haben den Goldpass erhalten und können jetzt die ganzen, also erstmal natürlich größere Saisonbank, Forschungsschub, Ausbildungsschub, Bauarbeiterschub und Trainingstrank und ein Juwelspende. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich schon mal das erhalten. Jetzt kann ich schon einmal die magischen Gegenstände benutzen. Kann schon mal einmal den Trainingstrank benutzen. Mal gucken. Ich bräuchte irgendwie ein Heldenbuch, habe ich aber nicht. Habe ich einen Bauarbeitertrank?
Den Bauarbeitertrank könnte ich auch richtig. Nein, ich habe, glaube ich, keinen. Ich habe keinen. Nein, 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 Trainingstrank. Wann kriege ich denn den Bauarbeitertrank? Ich hab echt kaum Punkte gesammelt bisher hier. Oh Gott. Ich habe kaum Punkte gesammelt. Was brauchen wir denn noch? Helden brauchen wir noch. Ich muss mal was spenden. Ich muss mal einen Kampf noch gewinnen im Nachtdorf. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal. Und schreibt mir mal in die Kommentare. Leute, wer hat sich den Goldpass gegönnt? Ich habe schon einige Kommentare gelesen und es waren erstaunlich viele. Es waren wirklich erstaunlich viele, die sich den Goldpass geholt haben. Wirklich, es hat mich echt überrascht. Es hat mich wirklich überrascht. Andererseits, na gut, es lohnt sich natürlich auch. Es lohnt sich natürlich auch und komm, wirf doch einmal. Nein, er hat nicht geworfen. Schicken wir mal. Na, no, eine Bombe. Zum Glück sind unsere Riesen da reingelaufen und nicht unsere Barbaren oder so. Ich brauche einen Stern, komm. Ich brauche einen Stern. Ich brauche einen Stern. Na, da fliegt schon der erste durch die Gegend. Wir haben noch 17 Barbaren übrig. Hoffentlich reicht es. Ich muss irgendwie hoffen, dass dieser kleine Bombenwerfer da noch ein bisschen was in der Mitte freisprengt. Nicht um die Ecke laufen, Leute. Nicht um die Ecke laufen. Doch, der Barbar läuft vor. Aber ist da eine Falle? Da ist überhaupt keine. War überhaupt keine Falle. Aber das ist irgendwo doch noch... Irgendwo hat er doch noch eine Bombe versteckt. Hundertprozentig. Irgendwo hat er doch noch eine Bombe versteckt. Aber wir haben es jetzt gleich. Erster Stern, check. Zweiter Stern, wahrscheinlich gleich check. Müssen wir mal gucken. Aber werden wir holen. Ich glaube schon. Ja, da ist der zweite Stern. Jetzt laufen natürlich jetzt laufen alle in den Zerschmetterer rein, aber wir haben den zweiten Stern. Zwar nur 53%, ich weiß nicht, ob es reichen wird. Aber wir haben wieder was abgeschlossen. Ich muss halt mal spenden. Clankrieg kann ich auch nicht machen. Zerstörung kann ich machen. Gold kann ich noch machen. Und das mit den Helden kann ich natürlich auch ganz wunderbar machen. In diesem Account. Weil ich ja eh alle drei Helden aktuell noch in der Ausbildung habe. Oh, wir haben die Truppen schon fertig. Wir haben die Truppen schon fertig. Ich kann nichts anfragen. Ich kann schon anfragen, aber es ist ja niemand da. Was ist doch von gestern? Von gestern sind noch meine Hände im Chat, wo ich gewunken habe. Ja, es ist kaum was los natürlich gerade. Mein Spendenverhältnis ist auch gerade extrem für den Arsch. Ich würde sagen, ich hole meinen anderen Account mal eben rein. Wir spenden uns mal eben mit dem. Laden mal. Oh, pass mal auf. Wir ärgern sie mal. Wir ärgern sie mal und laden sie einfach mal ein. Das wird mir hundertprozentig jetzt dann gleich schreiben. Warum hast du mich eingeladen? Aber wir spenden uns mal eben. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay. 844.000 von beidem und 8.700 Dunkles, was ich ja eh nicht gebrauchen kann aktuell, weil das Lager voll ist. Aber viel außen. Was ist denn das für ein Account schon wieder? Für ein Dorf? Ich habe mir was gespendet mit meinem 12er-Account. Ich bin jetzt gerade rübergegangen. Wir gucken mal eben. Fegerlein sind, glaube ich, parallel. Oder? Parallel? Hallo, Feger? Wo seid ihr? Ich habe einen gesehen. Da ist einer. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt? Ich entscheide mich dafür. Wir nehmen jetzt erst einmal den Felsenwerfer, sprengen damit schon mal ordentlich was kaputt. So, da zwei hin. Ich weiß nicht genau, ob der auf... Okay, er steht nicht auf Luft. Schon mal gut. Da haben wir schon mal was drauf. Schon mal das kaputt gemacht. Und der Felsenwerfer lebt noch. Er lebt immer noch. Lebt immer noch. Ah, falsche Richtung. Falsche Richtung. Ich hatte gehofft, er würde vielleicht in die andere Richtung fliegen. So, was haben wir jetzt schon kaputt? Oh, Luftabwehr kaputt, bitte, bitte. Ja, 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 Luftabwehr kaputt. Oh, 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 Single Inferno kaputt. Single Inferno kaputt. Yes, Single Inferno ist kaputt. So, da schon mal einen drauf, da schon mal einen drauf. Wo sind denn... Ach, da ist der zweite Feger. Ja, sag das doch. Jetzt muss ich, glaube ich, tatsächlich von oben drauf gehen. Wir gehen von oben drauf und versuchen den Rest zu holen. Hat er eine Adler-Dev? Nein, hat er nicht. Oh Gott, ich dachte gerade schon so, Hat er eine Adler-Dev oder hat er keine Adler-Dev? Aber er hatte keine Adler-Dev. So, 45%. Ich habe nicht so viel Loot geholt. Das ist natürlich gar nicht gut. Komm, hol dir noch die Luftabwehr, hol dir noch die Luftabwehr. Wo sind denn meine ganzen Drachen hin? Wo sind sie alle hin? Der Drachen gegen Single Inferno ist natürlich mega blöd. Allerdings, komm, den kriegen wir noch. Den Single Inferno haben wir sogar noch gekriegt. Und ich will eigentlich noch gern noch ein bisschen Gold noch haben. Jetzt holen sie sich natürlich erst das Dunkle. Oh, wobei, der ist gar nicht mehr viel. Wir kriegen das Rathaus sogar noch. Wenn wir das Rathaus kriegen, kriegen wir sogar auch noch ein bisschen Loot. Also war es doch gar nicht mal so schlecht. Okay, ich nehme es zurück. Da ist doch noch ein Goldlager, noch Minen. Dunkle, wie gesagt, haben wir noch. Oh, schönes Ding. 3,3 und 4 Millionen Elex, aber gleich noch ein bisschen mehr. 4,1. Oh, perfekt. Reicht es sogar für 100? Es könnte sogar für... Lol. Lol. Ich hätte nicht... Lol. Es reicht für... Nein, ich weiß nicht, ob es für 100 reicht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Da ist noch ein Tesla. Ist sonst irgendwo ein Tesla? Nein.
Und die teilen sich... Oh, eine Luftbombe, nein. Tschüss, Drache. Also, ja, es könnte sogar reichen. Ich nehme sogar... Oh, die 222.000 Gold, die da noch übrig waren, die möchte ich natürlich noch unbedingt gerne haben. Die kriegen wir noch. Sie teilen sich auf. Die Drachen teilen sich auf. Das ist natürlich für uns super. Das ist natürlich für uns echt super. Nein! Immer diese Luftbomben. Du denkst, du hättest es geschafft und dann kommt noch eine Luftbombe. Okay, wir werden keine drei holen. Aber zumindest zwei. Und das bedeutet, wir sind dann bei 11 von 15 Sternen für die Quest ohne Helden. Ich muss ja echt mal ein bisschen reinhauen. Meine Stimme versagt gleich, glaube ich. Aber das ziehen wir auf jeden Fall noch durch. 16 Sekunden, 15 Sekunden, 14 Sekunden, komm. 13, 11, komm, da ist noch was. Okay, es wird wie gesagt nicht reichen. Da ist noch ein Sammler mit ein bisschen was drin. Aber ich kann sobald ich meine Helden wieder ready habe, ich kann so viel wieder ausbauen. Vor allem, ich kann wieder beide Helden machen. Ich glaube, ich kann beide Helden machen. So, nochmal ordentlich was bekommen. Ist auch 1,8 Millionen drin. Geil. In diesem Account läuft es aktuell so richtig, muss man sagen. Dieser Account, der läuft gerade richtig gut. Warte mal, wir nehmen das mal so mit. Das passt. Und jetzt gucken wir mal eben nach. Bei der Challenge. Okay, spenden muss ich noch. Ich frage mal, glaube ich, mal eben mit... Wobei, frage ich mit meinem... Ach komm, wir fragen mit dem anderen Account mal eben an. Das wäre ja blöd. Jetzt ist der Account mal einmal hier drin. Das hat sonst noch wer gefragt. Nein, das bin ich selber. Ich frage mal jetzt einfach irgendwas an. Also nicht wundern, wenn ich mir jetzt Loons oder so spende. Das ist egal. Wo ist denn der Anfrageknopf? Wobei, ich kann mir sogar einen Packer spenden. Ich habe doch die Ein-Gem-Spende jetzt. Aber der Packer ist nicht maxed, ne? Oh, der ist nicht maxed. Eisgolem reicht doch. Dann gehe ich gleich wieder rüber. Hab die 15. Ha, perfekt. Perfekt. Jetzt sind wir nämlich schon bei... was heißt schon? Das ist eigentlich lachhaft. Ich habe gerade mal 300 Punkte gesammelt. Aber so langsam wird es ja... Oh, dann kriege ich schon wieder die Runen. Es geht so schnell. Buch des Bauens kann ich sehr gut gebrauchen. Und dann sind wir am Ende von dieser Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, wenn es Update-News gibt, werdet ihr sie natürlich hier sofort erfahren. Und dann bis später. Wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Macht's gut. Tschüss.